einem nicht unerheblichen Anteil der ehemals straffälligen Kinder, die im Erwachsenenalter antisozial geworden waren, die Symptomatik nach dem 40. Lebensjahr gewissermaßen auswächst. Mit anderen Worten, die Betroffenen hören auf, Dinge zu tun, aufgrund derer sie vorher mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Dann hören die nochmal auf. Aha. Wenn man über 40 ist, wird man weniger straffällig. Wahrscheinlich, weil man nicht mehr so schnell nach dem Raub davonlaufen kann. Wäre für mich ein nachvollziehbarer Grund. Oder man stiftet Jüngere an, das für einen zu tun und dann das Geld bei einem abzuliefern. Ist auch eine Straftat, fällt aber weniger oft auf. Polizisten gucken da auch gerne weg. Der clevere Verbrecher lässt andere für sich klauen. Ich will gar nicht wissen, was die Borderline-Gestörte vom Gegenüber auf dem Konto hat und von wem. Ich kenne die Straße hier schon ein bisschen länger. Die ist auch schon mit einem Küchenmesser von Zwillingen auf mich losgegangen. Die ist so dermaßen knallhart daneben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das antun muss. Ich kriege auch in Solingen keine andere Wohnung. Mit anderen Worten, die Betroffenen hören auf, Dinge zu tun, aufgrund derer sie vorher mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. 25% der untersuchten Männer befanden sich nach wie vor in sozialen Schwierigkeiten bzw. hatten das Problem mit dem Gesetz. Bei 60% war es zu einer Besserung gekommen. Angesichts der Tatsache, dass die Anzahl an Verhaftungen bei Männern zwischen dem 10. und 30. Lebensjahr am höchsten ist, scheint der Testosteronspiegel eine wichtige Rolle zu spielen. Dieser ist im genannten Zeitraum am höchsten, sinkt erst allmählich in den darauffolgenden Jahrzehnten. Liebe Männer, so ein genialer Arzt wie der Professor Mushy Michael H. Stone von der Central Avenue muss nur euren Testosteronspiegel messen. Dann weißt ihr, wie wahrscheinlich ihr straffällig werdet. Und dann kann er schon die Diagnose stellen. Der Typ ist ein Genie. Ein absolutes Genie. So. Testosteron, das Hormon, das kriminell macht. Der Typ hat so dermaßen einen an der Waffel, sowas so zu publizieren, das kann man gar nicht sagen. Ich kann auch nicht anders, als das zu kommentieren. Da steht so dermaßen geballte Scheiße in dem Buch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die frühen Katamnesestudien, was auch immer eine Katamnesestudie ist, umfassten jedoch verschiedene diagnostische Untergruppen, was es schwierig macht, genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wer eine bessere oder wer eine schlechtere Prognose hat. Katamnesestudien, meine Damen und Herren, das Mittel
um Prognosen für ihren weiteren Lebensverlauf zu stellen. Und jetzt kommt es: Katamnese-Studien mit Kernspintomographie. Sollen wir wetten? Man setzt sie unter Drogen, schiebt sie in einen Apparat, der sim, 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 sim und schon kann Muschi Michael H. Stone, der Professor von der Park Avenue, ihre Gedanken lesen. Muschi Michael, das Genie. Und sind sie schon voll? Ich habe hier ihre Antidepressiva. Ich weiß gar nicht, ob Muschi Michael noch ein anderes Kapitel hat. Wir haben hier einmal Muschi Michael, kommt der nochmal? Der steht übrigens nur auf langweiligen Partnersex, das ist Kapitel 2, wo der auftritt. Oh, in Kapitel 29, Beziehungsgestaltung von Narzissmus zu Psychopathie. Psychopathie und Narzissmus vom Professor von der Park Avenue, Muschi Michael H. Stone. So New York City, the city that never sleeps. Muschi Michael kommt nur zweimal im Buch vor. Er hat sich aber auch immer nur alleine geäußert. So, jetzt kommt hier, sie kriegen Drogen, wir schieben sie in die Röhre und wir lesen ihre Gedanken. Was für ein Schwachsinn. Dank Kernspintomographie sowie präziser Untersuchungsmethoden, die hormonelle und andere Variablen zu messen, sind exaktere Differenzierungen möglich, die wiederum genaue prognostische Einschätzungen erlauben. Natürlich nur, wenn wir ihnen gleichzeitig Blut abnehmen und ihre Hormone, die Hormone sind es, messen. Ich habe übrigens neben ihren Antidepressivern auch noch Hormonpräparate für sie. Sie werden merken, sie sehen merklich jünger aus. So. Wir verfügen über aussagekräftiges Datenmaterial hinsichtlich erblicher, geil, prä- und präinataler, das heißt, auf die Schwangerschaft kommt es auch an, interpersoneller und umweltbedingter, man muss nach New York ziehen und auf die Park Avenue in die Klinik gehen, alkohol- und drogenbezogener, Medikamente sind natürlich keine Drogen, sowie hirnorganischer, was auch immer das ist. Meiner Meinung nach gibt es nur ein Organ, Hirn. Von daher, hirnorganischer kann auch wieder keine Faktoren. Dieses Datenmaterial hat Wege eröffnet, die Population schwieriger Kinder und jugendlicher Straftäter nach zugrunde liegenden relevanten Faktoren Epidemiologie und Verlauf zu unterteilen im Folgenden soll. Das Augenmerk vor allem auf die Gruppe von Straftätern mit präresistierendem Verlauf versus im Beginn im Jugendalter sowie auf die Gruppe bösartig gefühlloser Jugendlicher gerichtet werden. Okay. Das war's. Ich habe noch 3 Minuten auf der Uhr. Ich möchte noch mal sagen, Muschi Michael H. Stone ist ein Verrückter. Das merkt man schon daran, dass er hier psychopathisch schreibt, statt sich am geltenden Standard der WHO und der American Psychiatric Association
zu orientieren, die Übersetzung der American Psychiatric Association ist extra dem WHO-Standard angeglichen worden. Ich weiß nicht, warum das Genie da drüber steht. So. Und damit schließe ich für heute. Wir warten jetzt aufs Klingeln. Es geht mit 231 weiter. Ich glaube, ich bin zu doof für das Buch hier. Ich erkenne einfach nicht das Genie dieser Leute. Je voulais que il y a tout que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Das war's. Il y a tout que vous voulez.